Servus Freunde, neues Video. Ja Freunde, ich bin heute mal wieder dabei, einen Berg zu besteigen mit dem Micha und dem Klaus. Wir sind heute aber nicht wie letztes Mal an der Kanzelwand, sondern es geht diesmal um die 1000 Meter höher. Und zwar geht es heute auf die Zugspitze. In 2 Tagen. Genau, in 2 Tagen. Heute geht es erstmal hoch zu einer Hütte. Dort übernachten wir und morgen früh um 6 Uhr geht es ungefähr los. Hoch auf die Zugspitze. Und der Micha zeigt uns jetzt mal ungefähr den Weg, wie wir jetzt laufen. Also wir starten hier in Hammersbach, der Parkplatz. Laufen dann hier durch den Wald durch, kommen hier zur Klamm-Eingangshütte. Gehen dann durch die Klamm durch bis zur Höllental-Angelhütte. Dort werden wir übernachten. Und von dort aus gehen wir dann morgen den ganzen Weg hoch bis zur Zugspitze. Der höchste Berg Deutschlands mit 2962 Metern. Ja, da haben wir auf jeden Fall etwas Großes vor. Insgesamt geht die Tour von unserer Hütte aus bis hoch zur Zugspitze um die 6 Stunden. Und ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt hoch und let's go. Unser Ausgangspunkt war der Wanderparkplatz P2 in Hammersbach. Der Parkplatz liegt auf einer Höhe von 750 Metern. Dort sind wir dann die Straße entlang gelaufen, bis wir zum ersten Wanderschild kamen. Dort war unser erstes Ziel angeschrieben, die Höllental-Angerhütte. Die Höllental-Angerhütte liegt auf einer Höhe von 1400 Metern. Und genau, heißt, wir brauchen noch eine Weile. Und wir haben es jetzt 15.50 Uhr, lassen wir 16 Uhr sein. Heißt 18.30 Uhr ungefähr. Was? Sind wir ungefähr am... Wir sind früher oben. Was? Früher? Ja gut, dann sind wir vielleicht früher oben. Wir strengen uns an. Oben gibt es dann für uns direkt Essen. Ja, das ist eigentlich so die Motivation, die mich gerade antreibt. Weiter ging es dann durch den Wald nach oben, an vielen Bächen vorbei, bis wir anschließend am Eingang der Klamm angekommen sind. Wir sind jetzt hier am Eingang von der Klamm. Und jetzt geht es nochmal ungefähr 1:30 Stunden nach oben. Und jetzt beginnt der schöne Teil. Unser Weg führte nun noch 1,5 Stunden durch die Höllentalklamm, an schönen Wasserfällen vorbei, durch Tunnel, die durch die Berge führten, bis wir anschließend am Abend gegen 18 Uhr an der Höllental-Angerhütte angekommen sind. Wir sind da. Oh, anstrengend war es, aber es ging noch. Ich muss morgen auf jeden Fall irgendwas in meine Schuhe legen, weil die ein bisschen drücken. Und ja, jetzt gehen wir rein, essen was, flachsen uns hin und dann geht es, wie gesagt, morgen früh da nach oben. Wir sind jetzt ja hier in der Hütte angekommen. Hier sind unsere Betten. Das ist ein 3-stöckiges Hochbett. Und wir pennen hier im Mittleren. Und ja, jetzt gehen wir runter, essen was und anschließend chillen wir uns herein, trinken ein bisschen was und dann gehen wir auch schon wieder schlafen und morgen früh. Ja, geht's dann wohl richtig los. Guten Morgen, Freunde. Also, wir haben es jetzt 7.15 Uhr ungefähr und wir sind jetzt schon seit 5 Uhr wach und machen uns jetzt auf den Weg auf die Zugspitze. Aber das ist soweit. Klettersteig, Zugspitze. Gehen wir hoch und der Gipfel ist unser Ziel. Und einfach mal abnormal geile Aussicht. Wir haben jetzt gestern noch 3 weitere hier kennengelernt. Die hatten eigentlich nicht vor, auf die Zugspitze zu gehen. Aber wir haben die dazu überredet, jetzt machen die doch spontan mit. Und genau, bin ich mal gespannt, wie der Tag heute wird. Und ja, Wetter ist natürlich hier traumhaft. Die Sonne kommt, der Nebel geht langsam da oben auch weg. Und dann würde ich sagen, machen wir uns heute einen geilen Tag. Und ich glaube, das wird einfach nur mega. Am nächsten Morgen führte uns der Weg weiterhin durch das Höllental. Geil. Ja, Freunde, da unten an der Hütte sind wir los, durch den Höllental hier hoch. Und jetzt geht's auf den Klettersteig. Nach und nach mussten wir immer mehr klettern, bis wir anschließend an der Leiter angekommen sind. Dem ersten Hindernis des Tages. Oh ja, leck. Ich habe mir die Leiter ehrlich gesagt ein bisschen chilliger vorgestellt. Chilliger? Ja, ich dachte nicht, dass es so krass hoch geht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass hoch geht. Einmal lächeln. Schön, Alter. Oh, da bin ich ja schon oben. Okay, gischt. Gut, Leiter haben wir
überstanden. Weiter ging es den Berg hinauf, bis wir anschließend an dem sogenannten Brett angekommen sind. Vor uns seht ihr das Brett. Da geht es hier ziemlich steil runter. Aber wir sind ja gesichert, da kann nicht wirklich was passieren. Aber wer jetzt hier sozusagen sich nicht traut rüber oder hier schon Schwierigkeiten hat, hier kann man am besten umdrehen, weil danach wird es laut Micha ziemlich schwer umzudrehen und anspruchsvoller und ätzender. Aber wir ziehen hier auf jeden Fall durch. Das Brett ist eine Steilwand, aus der Metallstäbe herausragen, unter denen es ungefähr um die 300 Meter in die Tiefe geht. Gut, er hat gesagt, es kann losgehen. Kamera läuft. Boah, die Seil ist locker. Shit. Okay, ich darf jetzt nicht so viel reden. Muss mich konzentrieren. Oh, ha. Erst drücken und dann umhängen. Erst drücken und dann umhängen. Geht die mit beiden Händen am Seil. Mit zwei Hände. Jawohl. Jetzt umhängen. Mit einer Hand festnehmen. Umhängen. Geil. Aber lass die Hände am Seil. Ja. Geschafft. Ah. So. Die erste überstanden. Der Weg führte uns immer tiefer ins Gebirge, bis wir auch schon zur nächsten Schlüsselstelle kamen. Ein Kletterpart, an dem wir uns nicht sichern konnten, da die Seile noch nicht vorhanden waren. Das heißt, wir mussten freihand den Kletterpart hinaufklettern. Ja, Freunde, also wir sind jetzt hier an der letzten Wasserquelle angekommen, wo wir unser Wasser auffüllen können. Und ihr wisst bestimmt, Wasser aus dem Gletscher ist das Beste. So, das würde ich sagen, machen die Flasche voll. Und ja, dann geht es auf jeden Fall weiter. Geil, Freunde, jetzt sind wir am richtigen Gletscher gleich angekommen. Da seht ihr den Gletscher. Hier sind auch schon einige Leute unterwegs. Und da irgendwo beginnt dann auch der Klettersteig. Da nach oben an den Gipfel. Puh, das heißt, wir sind gleich am Klettersteig. Von dort aus dauert es ungefähr noch knappe 2-2,5 Stunden. Und dann sind wir schon am Gipfel. Also ich muss ehrlich sagen, die Zeit geht ziemlich schnell rum. Und es kommt dir nicht vor, als wenn du schon 4 Stunden unterwegs bist. Ja, wir sind jetzt glaube ich schon knappe 4 Stunden, 3,5, 4 so. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist einfach nur geil, macht Spaß. Klar, ein bisschen anstrengend ist es, aber ja, jetzt geht's weiter da nach oben an den Gipfel des Berges. Wir sind auf dem Gletscher. Da oben laufen schon einige Leute und ja, sieht ziemlich steil aus. Puh, ich glaube, das wird ziemlich anstrengend. Wir standen nun vor dem zweitgrößten Gletscher Deutschlands und genau da wollen wir hoch. Ja, Freunde, Endspurt zum Klettersteig. Da oben geht's rein. Da seht ihr schon die ersten Leute, die hochklettern. Also zumindest die jetzt da vor uns sind. Und dann, ja, ziehen wir oben die Steigeisen aus, machen es ready und dann geht's die letzten 2 Stunden, 2,5 bis zum Gipfel. Wir haben ein gutes Stück hinter uns und da fängt auch schon der Klettersteig an. Jetzt ziehen wir gleich unsere Steigeisen aus und dann trinken wir was und dann geht's da hoch, wo die ganzen Leute hingehen. Steigeisen aus. Der Micha geht vor und ab auf dem Klettersteig bis zum Gipfel. Jetzt wird's anstrengend. Oh, Scheißdreck, Alter.
pass hier auf für den Erdbeeren. Pass hier auf, okay? Hier. Okay. Okay, das ist für mich. Das ist diese Landgruf. Landgraf. Nein, nicht, ne? Das ist schon anspruchsvoller. Aber ab hier ist es nicht so. Das Ätzende ist halt immer, das hier hinterher zu ziehen. Ja, ich warte hier jetzt. Und dann schneidest du hier dann? Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, so ist es ganz schön bequem. So ist es bequem. Opa. Es war rutschig. Kurzen Schock, aber geht. Klar, meine Schuhe sind halt noch nass von der Gletscher. Oh, heftig. Ja. Sehr Freund, da oben ist schon wieder ein Seil, wo wir uns dann befestigen können. Gerade sind wir alles hier frei geklettert. Klar, hier ist zum Glück ziemlich entspannt, aber ja, wenn trotzdem ein Mal wegrutscht, kann ich dich trotzdem sehr verletzen. Puh, das ist kein Kinderspiel. Da sind die anderen Jungs, die kommen alle gerade hinterher. Bis hier war jetzt gerade noch freies Klettern, jetzt geht es auch hier zum Glück wieder ans Seil. Das ist, kann man sich ein bisschen beruhigen, weil das ist schon sketchy hier. Hier, wenn man wegrutscht, ist halt schon extrem hoch. Und der Michael ist ja schon vor. Hier entlang laufen wir und jetzt gehe ich mal hinterher. Freunde, also jetzt kommt hier wieder so eine kleine Passage, wo wir über so Steigeisen oder so Metalldinger da klettern müssen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die genau heißen, aber da geht es auch ordentlich nach unten. Ah ja. Da oben ist ja, oder? Die Stelle, da hat man jetzt mal ein bisschen Luft unter den Turnschuh. Können wir so sagen. Die machen schon wieder Pause da, Sakrament nochmal. Ganz weise. Ja, nee, nicht spielen. Ja, nee. So, hier geradeaus geht's weiter. Es hört nicht auf, schön zu werden. Nee, das stimmt. Hat schon was. Hier mit dem Arm auch machen. Sicherheit sind hier, können wir zu Sicherheit ist wichtiger. Thank you.
Sehr gut. Puh. Das macht auf jeden Fall Laune. Oh, hier sind lose Steine. Was ist hier ungesichert jetzt? Können wir das nicht frei machen? Unter die Schuhe richtig eingraben. Okay, es geht. Ja, ich hab mich. Ja, ist alles klar? Schön, ich bin dran, ja? Achtung, hier ist ungesichert. Langsam. Im Ober gut eingraben mit den Händen. Dann hebst du gut. Jawohl. Alle durch? Ja. Nutzen alle durch, oder? Ja. Ja, gut. Puh, langsam habe ich Hunger. Ja, Freunde, ich habe jetzt meinen Akku gewechselt. Mein letzter Akku. Wie kurz geht es? Nur noch 37%, das heißt, ich kann nicht mehr so viel filmen, damit es bis oben reicht. Ah ja, aber gut. Das wird schon. Ich filme jetzt noch die interessanten Sachen. Ja gut, ist eigentlich alles interessant, aber es gibt auch die interessanten Sachen. Ja, Freunde, also wir haben jetzt ein ganzes Stück hinterlegt. Ich muss ein bisschen Akku sparen, wie gesagt. Deshalb habe ich jetzt nicht alles drauf. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen sketchiger. Ja, ich merk's. Jetzt filme ich hier nochmal einen kleinen Abschnitt und später dann aber, bis sie oben am Gipfel sind. Das wird noch das interessanteste Stück. Ich bin ehrlich, das ist schon. Fuck. Schon Adrenalin, ey. Scheiße. Man muss da konzentrieren. Und ich merke gerade halt ehrlich, dass auch meine Kraft langsam weggeht. Zumindest was in den Beinen antrifft. Und meine Kondition geht irgendwie langsam verschwunden. Deshalb muss ich mich jetzt hier doppelt konzentrieren. Boah. Weg. Oh ja, das ist ein lummiges Seil, Alter. Das ist eklig, weil du halt auch deine Finger einklemmen kannst. Ja, ich habe Angst, dass ich meine Finger einklemme. Oh, da ist was. Jetzt geht's einmal.
ordentliches steiles Stück nach oben und in den Nebel. Es sind noch knappe 200 Höhenmeter, die wir jetzt noch absolvieren müssen. Und dann sind wir am Start, am Ziel. Aber ich muss ehrlich zugeben, das Panorama hier muss man sich schon mal geben. Aber oben geht's. Oben erstmal ein Bier trinken, ey. Jetzt kommt endlich mein Part, Kraft in die Augen. Mal eine Abwechslung. Aber es ist immer Beinarbeit dabei. Hier habt ihr mal einen schönen Blick runter zu, wie die geile irmsche Scharte hochkommt. Wir haben es demnächst geschafft. Und hier, leider sieht man es jetzt nicht mehr so gut. Es kommt der Nebel, aber ist der Alpsee. Ich blende euch dann auf jeden Fall ein Bild ein. Ich habe gerade mit dem Handy eins gemacht. Und ja, sieht auf jeden Fall mega schön hier aus. Und der Michael ist schon wieder vorne. Aber den nehmen wir auf jeden Fall mal wieder ein. Aber es ist eine unglaubliche Tour. Also packen so ist schon extrem anstrengend. Aber einfach nur abnormal adrenalinreich und macht einfach Spaß. Ja Freunde, jetzt geht's hier hoch noch und dann sind wir demnächst da, nur mein Akku ist leer. Das ist ein bisschen blöd. Ich tue gerade schon auf Reserve filmen. Es dauert noch ein paar Sekunden, bis die halt leer ist. Also, eins der letzten Stücke hier noch hoch, da liegt jetzt schon etwas Schnee. Freunde, da oben ist Kreuz. Die Dinger hier, die Seile sind alle frei. Da oben ist das Kreuz. Nur noch hier hoch und dann sind wir da. Puh, letzte Meter. Dann sind wir durch. Leider hat mein Akku dann nicht mehr bis zum Gipfel gereicht. Deshalb habe ich Micha gebeten, dass er hinter mir läuft und mir die Aufnahmen dann bitte zuschickt. Und genau, dann sind wir den letzten paar Meter den Berg geradeaus entlang gelaufen, bis wir dann auch endlich am Gipfel angekommen waren. Und ich muss ehrlich sagen, es war schon eine mega Erleichterung zu wissen, dass du endlich am Gipfel angekommen bist und den höchsten Berg Deutschland bestiegen hast. Bergheim eingepackt. Bergheim, geil, dass du nicht kommen sollst. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Bergheim, Junge. Bergheim! Jungs, geil war aber. Mega. Ja, Freunde, also, hier seht ihr das Gipfelkreuz. Wir haben es geschafft nach knappen 6 bis 7 Stunden. Geiler Aufstieg mit anstrengenden Passagen und einfach nur Adrenalin pur. Ja, schaut auf jeden Fall beim Micha hier auf seinem Kanal vorbei. Er wird auf jeden Fall ein Video auch von diesem Tag hochladen. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall auch ein Abo da zu lassen. Ist immer gratis. Und genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.